In diesem Video schauen wir uns die Bügelrandeinfassung an. Manche sagen auch Steckbügel dazu oder Nadeln. Wir haben hier einen freien Rand an der Seite, nochmal in 3D reingeschaut. Hier ist der Deckenrand, den wir mit Steckbügeln einfassen wollen. Wir machen uns wieder einen Schnitt, wir erzeugen einen Schnitt, beispielsweise an dieser Stelle, rufen den Schnitt auf und passen entsprechend die Ansichtsvorlage ein wenig an. In meinem Fall sieht das dann so aus. Und diesen Schnitt würde ich jetzt mal direkt hier auch auf den Plan S3 mit hinzunehmen. Hoppla. So, ich ziehe ihn also einfach hier drauf und zoome ein wenig heran. Jetzt wähle ich die Decke hier als Bauteil aus und kann dort oben wieder die Funktion Bewährung selektieren, bekomme den Biegeform-Browser. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie die Form aussehen soll. Ich denke, Bügel offen bietet sich hier an. Wir können den Durchmesser einstellen. Ich sage Durchmesser 6 und ich möchte einen maximalen Abstand von 15 cm vorgeben. Jetzt sieht man, wenn ich hier reingehe, wie die Vorschau erscheint. Ich muss jetzt natürlich so wählen hier, dass wir oben und unten jetzt den Schenkel zu liegen haben und bestätige das mit einem Klick auf die linke Maustaste. Wenn ich den Bügel jetzt nochmal anwähle, habe ich die Möglichkeit, hier die Schenkellänge einzustellen und da würde ich mal sagen, wir nehmen 40 cm und dann sieht es entsprechend so aus. Wenn Sie an der Stelle lieber unterschiedlich lange Schenkel gehabt hätten, dann hätten wir hier eine andere Biegeform auswählen sollen. Zum Beispiel gibt es hier diese Form Stab 3 Schenkel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder jetzt im Nachhinein besteht natürlich auch die Möglichkeit, das noch abzuändern, wenn wir den Bügel anwählen und dann sagen Skizze bearbeiten, dann können wir hier auch entsprechend selber hingehen und ja, eine neue Abmessung eingeben. Zum Beispiel so hätten wir 1 Meter. Wenn ich das bestätige, haben wir aus dem Bügel einen Bügel mit unterschiedlichen Schenkellängen jetzt erstellt. Ich mache das wieder rückgängig. So. Ich möchte einen Bügel mit gleichen Schenkellängen haben. Schauen wir jetzt mal in den Grundriss hinein. Und da sehen wir jetzt hier in meiner unteren Lage tauchen die Bügel auf. Hier in der oberen Lage nicht. Das ist wieder über die Lage, über den Parameter Sophistic Lage zu regeln. Ich wähle die Bewährung aus und hier im Eigenschaftenfenster finden wir Sophistic Layer. So heißt der Parameter. Wenn wir da ein T für Top einschreiben, dann wird der Bügel der oberen Lage zugewiesen, bei B wie Bottom der unteren. Wenn da noch eine 1 oder 2 hintersteht, dann handelt es sich um Stabstahl. Ohne 1, 2 handelt es sich um Matten. Wenn wir also sagen, ja, das soll der oberen Lage zugewiesen sein, dann wählen wir hier T1 aus und jetzt weiß die Bewährung, dass sie zur oberen Lage gehört. Hier ist sie jetzt entsprechend verschwunden
Und hier in der oberen Lage taucht sie auf. Das kennen wir schon, wenn ich mit der Maus darüber fahre. Das kann ich jetzt hier noch ein wenig anpassen. Ich werde jetzt erstmal hingehen und über die Sophistic-Bewährung einblenden sagen. Dann sehe ich die Eisen hier schon mal besser. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, hier seitlich die Verlegung anzupassen. Kann ich also hier rausziehen oder aber, das wissen Sie ja schon, kann ich das natürlich auch genau wieder einstellen über Abhängigkeiten bearbeiten. Ja, wenn ich genau von dieser Kante hier, sagen wir mal, 5 cm entfernt sein will. Das hatten wir uns ja schon mal angeschaut beim Unterzug bewähren. Also oben angepasst, dann hier unten mache ich es jetzt einfach über das Ziehen von den Pfeilen. Und jetzt haben wir natürlich noch den Bereich hier in der Mitte. Gut, man möchte natürlich oder man wird wahrscheinlich vor Ort in der Baustelle, an der Baustelle jetzt hier die Bügel nicht in den Bereich reinlegen. Man kann aber auch das tatsächlich hier richtig anpassen. Und zwar gibt es dort die Funktion, die Revit-Funktion Stäbe bearbeiten. Die klicke ich an und habe jetzt einerseits hier die Möglichkeit, wirklich Stäbe zu entfernen. Ja, wenn ich jetzt sage Stäbe ändern, kann ich hier also auf den Stab beispielsweise draufklicken und sagen, den will ich wirklich rausnehmen. Ja, dann verschwindet der. Und hier den könnte ich jetzt auch zum Beispiel rausnehmen oder ich könnte ihn auch einfach verschieben. Ja, wenn ich den hier rüber schiebe und den will ich vielleicht auch etwas verschieben, sodass ich also dass ich die Anzahl in dem Moment nicht abändere, aber das einfach der Örtlichkeit anpasse, ohne dass jetzt der allgemeine Abstand, den ich hier mit 15 cm eingestellt habe, in der Beschriftung sich ändert. Also, das ist eine Möglichkeit. Ich sage Fertigstellen und habe jetzt örtlich das Ganze hier angepasst und gehe jetzt wieder über die Sophistic-Bewährung hin und sage Ausblenden und Beschriften. Dann sieht das Ganze so aus. Ich kann natürlich auch hier jetzt wieder mehrere Stäbe auswählen. Das ist jetzt hier auch ein bisschen unglücklich, finde ich, gewählt, aber ist kein Thema. Wir wählen einfach den Stab aus und sagen, wir wollen andere Stäbe für die Darstellung einschalten. Beispielsweise hier einen und dort einen und den da eben nicht. Ja, dann sieht das, finde ich, schon besser aus. Auch hier können wir wieder die Beschriftung noch vielleicht ein bisschen verändern. So anpassen. Und das vielleicht ein bisschen dorthin schieben. Und dann haben wir hier also auch eine ordentliche Beschriftung. Und wir sehen, es sind 63 Durchmesser 6, alle 15. Das heißt, dieses manuelle Anpassen, was ich hier gemacht habe, fällt jetzt nicht in die Beschriftung. Das Ganze können wir uns natürlich auch hier anschauen im dreidimensionalen und können hier ganz gut erkennen, wie die Steckbügel liegen und genau hier im Bereich der Stütze sind sie jetzt entsprechend entweder gelöscht oder ja, zur Seite geschoben worden. Das Löschen ist übrigens nichts, was man nicht rückgängig machen könnte. Ja, wir haben also hier auch die Möglichkeit, über Stäbe bearbeiten, wieder in den Modus zu kommen. Hier können wir alle zurücksetzen sagen oder wenn ich wieder in den Modus gehe, Stäbe bearbeiten, dann haben wir hier die Möglichkeit, also die entfernten, die ich entfernt habe, die ich gelöscht habe, wieder anzuzeigen. Wenn ich da draufklicke, dann erscheint der hier an der Stelle wieder. Und ja, ich kann ihn auch wieder löschen, wenn ich denn möchte. Also gehe ich auf Stäbe ändern und entferne ihn wieder.
Ja, also da müssen Sie keine Sorge haben. Sie können hier mit entfernen und verschieben, das so anpassen, wie Sie das gerne hätten. Jetzt machen wir noch die Beschriftung im Schnitt und auch den Biegeformauszug, den haben wir auch noch nicht gemacht. Also hier von diesem Eisen hätte ich gerne einen Biegeformauszug. Lege ich mal da drüber. Da ist der Auszug und genauso kann ich natürlich auch wieder beschriften über die Sophistik-Funktion fehlende. Sehe beispielsweise so aus. Hätte ich gerne horizontal. Ja. So, ich hätte das gerne auf der anderen Seite. Also wähle ich die andere Familie aus, dann steht es rechts. Je nachdem, wie Sie das gerne hätten, so passen Sie sich das hier an. Wir können noch die konstruktiven Längseisen hier ergänzen, also wieder Bauteil auswählen. Und jetzt nehmen wir einen geraden Stab, den wollen wir lotrecht anordnen. Ich wähle Durchmesser 12 und genau einen Stab. Den kann ich dann entsprechend hier platzieren. Und dann platziere ich hier noch einen für die Unterlage. Die Steuerung wieder über den Parameter Sophistic Layer, also der hier, der soll Top-Lage sein, oben, und dieser, den hätte ich gerne unten, also B1 für Bottom. So sieht das dann aus. Auch hier kann ich natürlich wieder hingehen und beschriften über fehlende. So. Einmal den anpassen und diesen genauso horizontal. Beispielsweise so. Schauen wir jetzt in den Grundriss noch mal rein. Da sehen wir jetzt hier an der Stelle wieder das Eisen, was ich durch Einblenden sichtbar schalte, kann hier auch wieder die Länge entsprechend korrigieren, oben und unten. Das ist die obere Lage. Jetzt gucken wir mal die untere Lage. Da ist der Stab auch schon dargestellt. Das ist natürlich ein anderer, deswegen muss ich den hier auch anpassen und kann hier entsprechend Biegeformauszüge wieder erstellen. Also von diesem Eisen ein Biegeformauszug und lege ich beispielsweise hier ab und passe das wieder nach meinen Wünschen an. Kann ich auf der Seite genauso machen, spare ich mir jetzt, ist nur Fleißarbeit. Gut, dann sieht das so aus. Können wir hier nochmal reinschauen. 3D-Bewährung. Und da sehen wir auch hier jetzt wunderbar diese konstruktiven Durchmesser 12, die ich hier angeordnet habe. Gut, so viel zur Bügelrandeinfassung. Ich hoffe, Sie konnten das nachvollziehen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin.